Hi, du hast ein Produkt über Digistore24 gekauft und fragst dich, ob du die Zahlungen dazu kündigen kannst? Dann lass mich dir in diesem Video zeigen, wie du ganz alleine alle notwendigen Infos herausfindest, ohne auf unseren Support angewiesen zu sein. Alles, was du dafür brauchst, ist der vereinbarte Zahlungsplan, den du auf deiner Bestellbestätigungsseite findest. Um sie aufzurufen, gehe einfach zu der Seite, die jetzt rechts oben angezeigt ist und fülle hier eins von diesen beiden Feldern aus, sowie hier oben das Feld der Bestell-ID. Wenn du nicht genau weißt, was die Bestell-ID ist und wie du sie findest, schau dir am besten das Video an, das jetzt rechts oben verlinkt ist. Hast du erst einmal alles eingegeben und klickst auf Bestellung finden, gelangst du auch schon auf deine Bestellbestätigungsseite. Unter Info findest du nun auch schon den Zahlungsplan, dessen Bedingungen für deinen Kauf gelten. Lass uns das nun einmal genauer durchgehen. Beginnen wir mit der letzten Zeile. Hier steht, mit welcher Methode du bezahlt hast. Ob via PayPal, via Klarna, via Kreditkarte und so weiter. Und hier davor steht genau beschrieben, welche Zahlungsmodalitäten gelten. So wie es hier steht, also gemäß dieser vereinbarten Modalitäten, zahlst du so lange, bis du kündigst oder dein Abonnement oder deine Ratenzahlung automatisch ausläuft. Ob letzteres der Fall ist, also deine Zahlungspflicht automatisch ausläuft, das erkennst du daran, ob hier am Ende des ersten Absatzes ein solcher Satz steht. Also wie bei mir, endet nach 10 Monaten automatisch. Weil deine Zahlungsvereinbarung ohnehin nach diesem Zeitrahmen endet, ist in den meisten Fällen keine Kündigung vor Ablauf dieser Monate möglich. Auch dafür gibt es aber Ausnahmen. Schreibe also gerne eine Mail an unseren Support und frage nach, ob eine Kündigung möglich ist oder nicht. Ansonsten aber, also wenn dein Zahlungsplan nicht automatisch ausläuft, dann kannst du jederzeit kündigen. Dann bleibt aber trotzdem die Frage, wann diese Kündigung tatsächlich wirksam wird. Oder mit anderen Worten, wenn du jetzt kündigst, bleiben dann trotzdem noch Zahlungen offen? Dazu sei gesagt, dass, wenn du kündigst, in der Regel daraufhin keine weiteren Zahlungen mehr offen sind. Aber ich sage in der Regel, weil es dafür eine wichtige Ausnahme gibt. Und zwar, wenn du eine Mindestlaufzeit ausgemacht hast. Ob du das hast, erkennst du daran, ob du zwischen diesem letzten Teil mit der Bezahlmethode und diesem Teil mit den Zahlungsmodalitäten noch einen weiteren Teil zur Mindestlaufzeit vorfindest. Wenn du während dieser Mindestlaufzeit kündigst, also bei mir hier 6 Monate, dann wird diese Kündigung erst mit Ablauf dieser 6 Monate, also der Mindestlaufzeit, wirksam. Es sind also für den Zeitraum dieser Mindestlaufzeit ganz normal die Zahlungen zu bezahlen, wie nach den Modalitäten hier oben vereinbart. Was ist aber nun, wenn diese Mindestlaufzeit mittlerweile schon vorüber ist? Immerhin beginnt sie ja mit der ersten von dir geleisteten Zahlung. Dann gibt es auch noch 3 Möglichkeiten, wann die ausgesprochene Kündigung tatsächlich wirksam wird. Es hängt nämlich davon ab, was hier nach der Mindestlaufzeit steht. Steht bei dir der gleiche Text wie bei mir hier, sind schon direkt nach deiner Kündigung keine weiteren Zahlungen mehr offen. Steht bei dir allerdings monatlich kündbar, dann wird deine Kündigung immer erst nach Ablauf des Monats wirksam. Sind also innerhalb des Monats immer noch Zahlungen offen, beispielsweise bei einem wöchentlichen Zahlungsrhythmus, sind diese entsprechend auch noch zu bezahlen. Und jetzt zuletzt noch etwas, was dich nur betrifft, wenn du als Unternehmen bestellt hast. Dann kann es nämlich sein, dass eine automatische Verlängerung ausgemacht wurde. Hier beispielsweise wurde immer eine automatische Verlängerung von 6 Monaten Vertragsdauer ausgemacht. Wenn du in einem solchen Fall eine Kündigung aussprichst, wird sie immer erst nach Ablauf dieser automatischen Verlängerung wirksam. Aber wie gesagt, das kann nur sein, wenn du als Unternehmen gekauft hast. Hast du als Privatkunde bestellt, ist keine automatische Verlängerung, so wie es hier der Fall wäre, möglich. Eine Kündigung wird nach Ablauf der Mindestlaufzeit immer entweder sofort oder nach Ablauf des Monats wirksam, so wie vorher besprochen. So, und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn du nun kündigen möchtest, erfährst du in dem nun eingeblendeten Video ganz einfach erklärt, wie das funktioniert.